Aus dem Stadtbild Gomas ist es nicht wegzudenken. Das Tschukudu, ein Lastenfahrrad made in Kongo. Stabiles Holz und geduldige Handwerker. Das sind die wichtigsten Zutaten für den Bau. Sebastian Pascal hat die Arbeit von seinem Vater gelernt. Ein fertiges Tschukudu verkauft er für 100 Dollar. Das ist ziemlich harte Arbeit. Am schwierigsten ist es, alles so zurechtzufallen, dass die Teile zusammenpassen. Fast alle Bauteile kommen aus der Region. Bis alles passt, brauchen Pascal und seine Kollegen bis zu 3 Tage. Erst dann ist das Tschukudu einsatzbereit. Nicht nur zum selber fahren, sondern auch für den Transport schwerer Lasten. Im Zentrum wurde sogar eine Statue dem beliebtesten Transportmittel der Stadt gewidmet. Früher hatten wir hier noch keine Transportmittel wie Motorräder. Das Tschukudu hat uns schon damals geholfen, Güter zu transportieren. Es wurde hier in Goma erfunden und darum haben wir diese Statue. Dieses Tschukudu zeigt das Image von Goma. Es symbolisiert unsere Stadt und das macht uns glücklich. Es zeigt, wie hart die Leute arbeiten müssen, um hier in Goma über die Runden zu kommen. Sebastian Pascal ist mittlerweile zu Hause bei seiner Familie angekommen. Seine Schwester ist stolz auf die harte Arbeit des Tschukudu-Bauers. Die Familie habe nun genug Geld zum Essen und um die Kinder in die Schule zu schicken, erzählt sie. Pascal ist überzeugt, dass es dafür im krisengeschüttelten Ostkongo nur einen Weg gibt: harte Arbeit. Und so ist er schon wieder mit neuem Holz für das nächste Tschukudu unterwegs.